Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. 60 Seconds. Wir versuchen weiterhin die beiden Achievements zu bekommen. Meine Jüde, ey. Schon anstrengend, ne? Schon anstrengend. Schon anstrengend. Yo. Oh, nice. Radio, Timmy, Buch. Oh Gott, das ist schon mal... Schöner Start. Okay. Medikit. Das. Essen? Mary Jane. Trinken. Okay. Haben wir hier was Wichtiges? Ja. Essen. Da war noch Trinken, ich weiß. Taschenlampe. Komm, nehme ich das beides noch mit. Okay. Dolores. Karte. Trinken. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Okay, die Waffe. Nochmal trinken. Habe ich die Gasmaske mitgenommen? Ich hoffe ja, scheiße. Habe ich die Ich hoffe. Hab ich? Bitte. Bitte sag, ich hab sie mitgenommen. Bitte. Und? Ich hab sie vergessen, als ob. Mann, ich hab sie gesehen, ne, und dachte mir so, oh geil. Die Gasmaske hole ich mir gleich. Wieso hab ich sie dann vergessen, Mann? Wieso hab ich sie dann vergessen? Ah. Mann. Ach Mensch. Dim, 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 dim. Ach ja, ich hab mich, ohne Witz, ne? Ich hab mich so gewundert. Ich hab so letztens, beziehungsweise gestern, auf meine Festplatte geguckt und gesehen, ich hab nur noch 22 GB frei. An Speicher, ich bin aus dem Game geklickt worden, oh Gott. 22 GB an Speicher frei. Und ich dachte mir so, hä? What? Wie, was? Warum denn nur noch 22 GB? Hab dann halt erstmal so gedacht, okay. Ich habe viele Videos und so. Was aber eigentlich keinen Sinn macht, weil ich habe die alle auf meiner Festplatte gespeichert. Auf meiner externen. Und so weiter, ne? Aber so weiter rumgedacht. Mir ist nichts eingefallen, was ich hätte... alles haben können, was Speicher zieht. Und dann ist mir heute, habe ich mal alle meine Ordner gerechtsklickt und habe ich alles Wichtige eingepackt. Die Taschenlampe geholt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass mir Mary Jane fehlt. Oh Gott, ich war rechtzeitig da. Hab halt meine ganzen Ordner gerechtsklickt, um zu gucken, wo so viel Speicher verbraucht wird. Und auf einmal klicke ich auf Benutzer. Rechtsklick, Eigenschaften, wumm, 350 GB. Ich so, what? Ich höre so weiter. Natürlich auf meinen Benutzer, war ja klar. Beziehungsweise, das war ja, natürlich, ist ja nur mein Rechner. Das ist nur mein Benutzernamen. Und dann weiter geguckt, okay. Lokal, nein. Also auf AppData, ne? Bei AppData war es dann. Lokal? Nein. Lokal low? Nein. Roaming? Ja. Guck halt weiter. Die ganze Zeit weiter. Dachte so Minecraft vielleicht oder League of Legends Client. Macht ja Sinn, ne? So, aber nein. Adobe. Ich weiter geguckt bei Adobe. Hm, okay, könnte ja sein, dass Media Encoder oder Premiere ziemlich viel zieht. Nein. Es sind die Adobe Media Cache Files oder so. Es sind halt, so gesehen ist es von Premiere. Weil wenn du ein Video reinziehst bei Premiere, dann lädt sich die Audiospur und so, also lädt das ganze Video so gesehen und speichert halt wichtige Informationen extern nochmal in diesem Ordner ab, wie es aussieht. Und das sind halt gespeicherte Sachen von... Retten unser Medikit. Nein, ich hätte mal das Buch retten sollen, oder? Hätte ich das Buch... Ah, wohl nein.
Und da sind halt gespeicherte Sachen von, wow, lange her. Obwohl, ja doch, so 2-3 Monate her sind die Sachen. Das ist schon krass, ne? Schon krass. Es zieht halt einfach mal, nee, machen wir nicht. Es hat bei mir jetzt 350 Gigabyte oder so einen Speicherplatz gezogen, was halt übel heftig ist, ne? Wenn man mal überlegt, ey. Hungrig. Haben wir schon auch Hunger? Nee. Okay. Nö. Übel heftig. Deswegen. Ich renne gerade nebenbei noch Isaac. Und kann die Sachen deswegen nicht löschen. Das macht keinen Sinn. Und dann, wenn Isaac fertig gerendert hat, dann werde ich... Nein. Werde ich erstmal die ganzen Sachen löschen, damit ich wieder Speicherplatz frei habe, Alter. Ich dachte so, hä? Das hat mich halt übel gewundert. Ich dachte mir so, hä, so viel habe ich gar nicht installiert. Ich habe halt alles Wichtige auf meiner externen Festplatte. Steam und so. Steam und meine ganzen Steam-Spiele habe ich halt alle auf der externen Festplatte installiert. Weil da habe ich 2 Terabyte und so muss ich es mir nicht immer wieder neu downloaden, wenn ich alles... Kann Dolores mal wiederkommen? Wenn ich mal meinen Rechner zurücksetze oder so. Deswegen. Kein Essen. Ist das dein Ernst? Aber ein neues Radio. Ja, okay. Aber ein neues Radio. Ja, toll. Dolores kann nur einmal was essen. Toll. Ja. Alles auf der externen Festplatte. Meine Videos habe ich auch alle auf der externen Festplatte. Meine ganzen Stream-Sachen und so. Genau, alle kriegen Trinken. Ja, Dolores, du hast seit einer Weile nichts gegessen. Freu dich! Taschenlampe. Ja. Ja. Was habe ich auf meinem Rechner? Ich habe auf meinem Rechner Programme wie... Was habe ich denn da installiert? Skype? Weil das ist standardmäßig bei Windows, wird es eh mit installiert irgendwie, glaube ich, ne? Was habe ich noch? Ich guck gerade unten meine Taskleiste, ob ich da irgendwas hab. Wow, was habe ich denn? Ich hab keine Ahnung. Nichts Wichtiges, wie es aussieht. Also nichts, was ich irgendwie mal wieder runterziehen könnte. Also downloaden könnte halt. Aber okay. Gut. Timmy, komm wieder. Sind alle wieder fit. Das ist schön. Wir brauchen halt Essen. Ja, wir müssen es nutzen. Ist hier etwas... rar. Ja, okay, müssen wir machen. Ja, was wollte ich sagen? Ja, Dolores ist bald weg vom Fenster. Nö. Zu sterben. Timmy muss halt... Ja, gut. Gut, dass ich sie nicht gerettet habe. Toll! Das ist ein super Run, Alter. Super Run. Ich glaube, ich schicke Ted gleich raus. Ich schicke Ted nicht raus. Wieso ist Ted denn jetzt krank geworden? Hä? Digga! Was war das denn für ein Run? What? Wir hatten ja mal übel Pech. Erst bringt Dolores nichts zu essen mit. Dann kommt Timmy nicht zurück. Dann wird Ted krank aus irgendeinem Grund und kommt auch nicht zurück. Und dadurch ist Ende. What, Alter? Okay. Aber wir haben irgendwas mit, ja, alles auf der externen Festplatte. Alles Wichtige. Obwohl, da auch langsam mal ich muss da langsam mal ausmisten. Unbedingt. Aber wir machen jetzt noch einen Run. Unbedingt muss ich da ausmisten. Ich habe da auch nur von 2 Terabyte, habe ich glaube ich noch 700 Gigabyte frei oder so. Okay, mitnehmen. Gasmaske mitnehmen. Okay, können wir sogar, cool.
Haben wir, ja, wir haben hier Mary Jane. Nehmen nochmal hier Essen mit, genau. Rein. Das und Dolo. Okay, nicht Dolores. Zack. 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 Okay. Hier haben wir das Spray, das will ich mitnehmen. Spray ist natürlich sehr geil. Haben wir das? Nein, oh, ich wollte die Karte mitnehmen. Okay, wir nehmen noch das Buch. Okay, nehmen wir nicht. Was ist das denn? Gott, wieso liegen die ganzen Sachen auf einem Haufen? Oh Gott, Timmy fehlt. Das Radio haben wir auch noch nicht, ne? Das Radio haben wir auch noch nicht. Okay, doch, wie es aussieht, hatten wir... Okay, wir... Dein Ernst? Ich war doch da. Okay. Mann, dieser Part, ey. Oh, wow. Oh, wow. Ich nenne diesen Part einfach nur... Oh, wow. Mehr sage ich zu diesem Part nicht. Wir wollen... Warum ist jetzt Ende? Wir haben doch noch einen Erwachsenen da, oder? Warum ist jetzt Ende? Nur weil Ted nicht überlebt hat? Das macht keinen Sinn. Eigentlich. Ich meine, wir können ja Ted auch rausschicken auf... Oder warte mal, wenn Ted stirbt und Dolores, Mary Jane und Timmy noch am Leben sind, ist dann Ende trotzdem? Ist dann Ende? Muss Ted leben? Muss er? Ich weiß es nicht. Muss er leben? Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Vor allem jetzt so, weiß nicht. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Es muss einfach nur ein Erwachsener leben, ja. Habe ich jetzt so gedacht. Heißt ja auch Frau und Kinder zuerst, ne? Also müsste Ted sich ja eigentlich für Mary Jane und Dolores opfern. Oder? Eigentlich rein theoretisch gesehen, ja. Geh, wirf das da rein. Gasmaske, Trink, Essen, Karte, irgendwas, ganz viele. Hier ist nichts Wichtiges, okay. Dann holen wir uns jetzt das Radio. Timmy, trinken. Das ist Buch, okay. Das Buch ist natürlich ganz geil. Buch und Mary Jane. Nimm Mary Jane. Wirf da rein. Da habe ich die Taschenlampe gesehen. Taschenlampe mitnehmen. Dolores, wir bräuchten noch mal ein bisschen Essen, ne? Die Waffe, oh. Essen, Essen, Waffe. Wirft das da rein! Okay, ich wollte eigentlich die Axt noch gerade holen, aber irgendwie wirft... Mann, ey, manchmal wirft Ted Sachen rein, manchmal nicht. Auch von den Orten, so von dem Abstand her... Ach Mann, das ist doch dumm. Aber ich habe sonst alles mitgenommen, glaube ich. Sonst habe ich, glaube ich, alles mitgenommen. Oder? Alles Wichtige, ja. Alles Wichtige. Wir können uns einmal verteidigen. Ja, gut. Wir bräuchten aber noch ein bisschen mehr Essen. Ich hoffe, Dolores kommt diesmal mit Essen zurück. Und trinken. Ganz wen vorreden, damit wir nie wieder eine Expedition machen müssen. Und die Gasmaske kaputt. Komm. Giga kaputt. Komm. Das muss einfach. Nein. Oder was stand da gerade? War es wieder das Nagetier? Nein. Aber ich will dafür die Waffe halt nicht opfern. Das ist Opfern. Opfern, das ist halt... Mann. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt doof. Aber okay. Okay. Ich sollte, glaube ich, bis Tag 4 damit warten. Erst ab Tag 3 eine Expedition starten, damit wir dieses Event noch haben können. Vielleicht mitnehmen können. Mit den Vorräten. Ja, gucken wir uns an. Was haben wir gefunden? Nichts. Hm. Das war pure Zeitverschwendung, ja. Das glaube ich auch. Ja! Essen und trinken. Oh, Dolores, danke. Danke, Dolores. Und ein Kartenspiel. Geil. Ich meine, yay. Das ist super.
das freut mich. Machen wir eine Expedition? Nö, wir warten noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können erstmal hoffen, dass wir jetzt gerade gleich ein paar Events bekommen, dass die ganzen Sachen kaputt gehen. Erdbeben wäre schön. Und... ja, ein Erdbeben wäre geil, ne? Boah. Ein Erdbeben wäre nice. Und... die Überschwemmung. Die Überschwemmung, genau. Das war's. Wir können noch einen Tag warten, was Trinken angeht. Keine Öffnung bestäuben. Ja. Alle werden krank, oder? Nein, niemand ist krank. Ja, genährt einen Blick hineingeworfen. Herzinfarkt bekommen. Das Radio ist kaputt, das ist sehr schön. So, alle brauchen Trinken. Schön. Das ist nice. Eigentlich will ich gern wen auf eine Expedition schicken. Und zu hoffen, dass wir irgendwas davon kaputt kriegen. Pfadfinder. Ja, alles gut mit den Leuten? Ja. Ja, alles gut. Ich glaube, wir starten eine Expedition. Oh. Ted, geh raus. Du schaffst das, Ned! Du schaffst das! Er hat's geschafft. Nice. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Alles fresh mit den Leutchen. Das ist sehr gut. Wir starten eine Expedition. In der Hoffnung, dass wir... ups. Irgendwas habe ich gedrückt. Ich brauche Essen. Essen. Okay. Dass wir irgendwas kaputt kriegen. Mein Headset. Timmy geht raus. Mit der Taschenlampe, glaube ich, ne? Ja, Taschenlampe, komm. Okay, mein Kaffee ist leer. Mein Kaffee ist leer. Leer. So, Dolores und Dad kriegen Essen. Ich sollte mich ein bisschen beeilen mit dem Partner. Oh Mann. Nicht, dass der noch zu lange geht. Aber ich wollte... 10 Minuten ist halt echt... Mann, komm. So kurz. Ich will euch so ein kurzes Video auch nicht geben. Das ist halt... weiß nicht, ist so kurz. Kommt. Ihr habt mehr als 10 Minuten verdient. Okay. Okay. Taschenlampe ist noch heil, Mann. Das finde ich nicht gut. Aber wir haben eine Axt. Eine Axt. Und mehr Wasser, okay. Und ein Schloss, schön. Und ein neues Alter, Timmy. Komm runter und entspann dich. Wow. Wir schicken Mary Jane raus. Nee, ich will die Axt jetzt nicht verschwenden dafür. Nö. Nö. Timmy ist immer noch hungrig. Ja, okay. Nein, nicht nur los. Timmy. Mary Jane geht raus mit der Taschenlampe. Genau. Und ich hoffe, sie bringt ein bisschen Essen mit, denn wir haben wenig Essen mittlerweile. Wenig Essen, yeah. Dim. Wenig Essen, yeah. Oha. Krass. Yeah, aha. Oh, yeah. Nein, wir öffnen nicht. Nein, wir öffnen nicht, nein. Eindeutig nicht. Das wäre dumm. Etwas essen. Okay, alle kriegen Trinken. Und er hat auch Hunger, okay. Yeah. Aha. Okay, siehst du, wie es aussieht, auch verrückt, okay? Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber sie ist halt krank. Das ist nicht gut.
Das ist ganz und gar nicht gut. Gesundheit. Gesundheit. Alles gut, okay. Nö. Nö, 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 nö. Mary Jane, komm wieder. Trinken, 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 okay. Nee. Ja, sie ist wieder da, okay. Sie ist nicht krank und hat Essen mitgebracht, schön. Die Taschenlampe ist immer noch alt. Neues Brettspiel, Hunger. Okay, sonst hat keiner Hunger, okay. Ja, komm. Dolores geht halt raus. Ist okay. Der Räuberboss war ihr Vater. Wow. Okay, alle kriegen Trinken und die beiden kriegen noch Essen. Nee. Nee. Kann ich jetzt nicht machen. Ich muss hoffen, dass irgendwie ein Erdbeben kommt, bitte. Und Ted muss verrückt werden und die Karte zerkratzen. Das wäre schön. Oh Mann, wäre das schön. Oh Mann, wäre das schön. Hunger für... Also Hunger hat Mary Jane, okay. Sie kann auch wieder raus auf eine Expedition, das ist super. Nein. Komm. Warten rechts? Komm, ich sehe es nicht. Nein, okay. Aber Dolores ist verrückt. Aber wir müssen... brauchen Medikit. Wir brauchen ein Medikit. Wir haben es gegessen, okay. Ted hat auch Hunger. Mary Jane geht raus mit der Taschenlampe. Mann, wir brauchen... Das Ding ist, wenn Dolores stirbt, dann haben wir nicht mehr die Chance auf das Madhouse-Achievement. Das heißt nicht Madhouse-Achievement, ich weiß, aber... Mir fällt nichts anderes ein. Mir fällt der Name nicht ein. Allgemein, so von dem Achievement. Das Ding ist, wir haben halt so viel Essen und Trinken, dass Mary Jane nichts anderes mehr außer eine neue Gasmaske also mitbringen kann. Das ist ein bisschen problematisch. Ein bisschen problematisch, da. Ach komm schon, ich will kein Radio hören. Ich will aus diesem Insektenspray neues Medikit machen. Das wäre super. Trinken, trinken, trinken. Ja. Alle kriegen Trinken. Ja! Ja! Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Mary Jane hat nichts kaputt gemacht. Ist das dein Ernst? Ach, komm schon. Und nicht zu essen mitgebracht, Alter. Sie hat Hunger. Hunger. Was mit Dolores? Bei Dolores steht einfach gar nichts, okay? Die beiden haben Hunger. Also. Können niemanden rausschicken. Dolores ist wieder gesund. Genau. Nichts Neues. Der Emerald Gen immer noch Hunger. Wie viel Wasser haben wir? Nicht mehr genug, ne? Nee. Ich sehe, wir haben hier keinen weiteren Wassernapf rechts stehen. Wassernapf. Yeah. Gesundheit. Wer auch immer genießt hat. Na, wer von euch hat genießt? Hm. Na? Sagt es mir. Emerald Gen hat immer noch Hunger, Alter. Was ist denn mit dir? Alle haben Hunger außer Demi. Wir brauchen neues Essen. Irgendwer muss sich ja holen. Wir gucken in die Luke. Essen? 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 Ein Alligator. Okay. Okay. Jimmy hat sich ausgeruht. Sehr geil. Okay, wir können eine Expedition starten. Ja, wir geben ihm die Karte. Einmal kurz. Bitte geh kaputt. Komm. Schade, sie ist nicht kaputt gegangen. Schade, schade, Schokolade. Ja, jetzt kriegen alle Trinken und Timmy geht raus. Mit der Taschen. Na boah, ich gebe ihm mal die Karte mit. Ich gebe ihm mal die Karte mit. Vielleicht macht er die ja kaputt. Das wäre schön. Komm, Ted, Mary Jane, werdet verrückt. Besser. Okay. Mary Jane ist bald weg vom Fenster. Außer sie mutiert, das wäre natürlich auch ganz geil. Das wäre natürlich richtig, richtig gut. Okay.
Nein. Es könnte nämlich heißen, dass Mary Jane gleich mutiert. Die Kakerlaken können sie nämlich dazu bringen. Genauso wie die Spinnen oder sonst was. Das kann alles helfen. Wir nehmen die Waffe. Wir nehmen die Waffe. Die ist nämlich jetzt kaputt. Mary Jane hat Hunger. Alle haben Hunger. Noch haben wir Essen. Ja, wir gucken zu den Kindern. Nichts. Noch eine Flasche Wasser, okay. Alle brauchen Trinken. Nein, wir essen nicht die Pilze. Aber wir sind eh schon alle krank, ne? Nein, wir essen sie nicht. Nein, wir essen sie nicht. Timmy kommt nicht wieder, oder? Okay. Okay, nein, wir machen nichts gegen die Kakerlaken. Timmy ist wieder da, schön. Neues Radio hat er mitgebracht. Kein Essen, Alter, was ist das? Dein Ernst? Nö. Warum bringen die denn nie was zu essen mit? Ich konzentriere mich bald nur noch aufs Essen. Ted ist auch... Okay. Das ist schon mal was Gutes. Hungrig. Wasser, Wasser. Wir geben ihm jetzt nichts zu essen. Mary Jane geht ohne was raus. In der Hoffnung, dass sie nicht stirbt und einfach nur Essen mitbringt. Es wäre nämlich dumm, wenn wir jetzt halt... Ja. Nichts hätten. Das Essen, Wasser, Wasser. Ach, komm. Hören wir halt Radio. Oh Mann, das wird wieder nichts, Leute. Das wird nichts. Ich hab nichts zu essen für euch. Das ist das Problem. Oh. Ted, musst du noch die Karte zerkratzen? Zerkratzte Karte. Nein, die Gasmaske machen wir nicht, aber wir geben Ted Essen. Zerkratz die Karte, Alter. Zerkratz die Karte. Mary Jane ist nicht mehr da. Okay, Mary Jane kommt nicht wieder zurück. Komm, wir machen was gegen die Kakerlaken. Jetzt, wo Mary Jane nicht mehr da ist. Okay, okay, Wasser kriegen wir später erst. Komm, irgendwie, ich muss irgendwas tauschen können. Das Spielbrett gegen Essen oder die Axt gegen Essen oder so. Oh, das wäre gut, das wäre gut. Guck mal, sogar die Sockenpuppe ist krank. Oder ich muss irgendwie, weiß ich nicht, Dolores hat auch Kraft. Ja, es ist doof. Das ist doof. Aber können wir nichts machen? Was ist das Problem? Nein, das Gewehr will ich nicht wieder saven. Also nicht wieder reparieren, nein. Dolores ist weg. Ted ist weg. Ja! Wir haben das Danger Zone Achievement. Woohoo! Ja! Woo! Geil! Oh! Ihr habt es hier unten rechts eben noch gesehen, oder? Huh! Danger Zone Achievement! Ja! Nice! Ah! Huh! Okay. Aber wir haben immer noch kein Essen. Wir reparieren die Gasmaske. Ach komm, wir haben kein Essen, Mann. Es ist vorbei. Ende. Ende gleich. Gleiches Ende. Oh. Timmy ist weg. Unsere Gasmaske ist ganz weg? Achso, ja, Gasmaske ist komplett... Okay. Ja, wir müssen jetzt Dolores rausschicken. Am besten... Oh, warte mal, wir können es damit machen. Dann verschließt sie... Glaube ich, den Bunker. Ende. Oh, cool. Neuer Endscreen, sag ich mal.
Laut der großen, des großen Posters am Bunkereingang ist der Bunker nun Eigentum der Regierung. Oh, nun ja, das ist wohl weder das erste noch das letzte Mal, dass uns die Regierung beschissen hat. Oh, aber es ist alles okay. Wir haben das fucking Danger Zone Achievement bekommen, ey. Oh. Aber auch in der letzten, am letzten Tag, ne? Ted ist gestorben an dem Tag oder in der Nacht, sag ich mal. Und hat die Karte vorher noch zerkratzt, Alter. Das ist, oh, Luck ohne Ende. Oh mein Gott. Geil. Ja, da ist es. Gefahrenzone, Danger Zone Achievement. Oh, geil. Geil. Oh. Schön. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.